Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode Schüssel 27 vielleicht. Oder 26, ich weiß es nicht. Oh Gott, meine Lieben, ich weiß es einfach nicht. Ich habe, ihr seht, ich habe viele Steine, ich habe viel Zeugs, ja. Das ist nicht too shabby. Ich werde mir noch ein paar Woodlock-Spikes machen. So viele wie geht. Die brauchen wir auch noch. Woodlock-Spikes. Boom. Lassen wir mal durchlaufen. Ich war in der Mine und ich war fleißig. Ich war wirklich fleißig. So, wo habe ich denn. Wir haben doch schon fertigen Zement irgendwo, oder? Leute, ich muss mal ganz kurz hier so ein bisschen. Ah, hier können wir noch Zement. Wir haben doch fertigen Zement-Mix, oder nicht? Oder doch? Nur 20 Rebar-Frames haben wir. Could that be? Okay. Zement. Bin ich blind? Habe ich nicht Zement gemacht? Jetzt mache ich mich nicht schwach hier. Das ist normaler. Doch, ich hatte doch jede Menge. Wo habe ich das denn hingetan? Da oben. Ich wollte doch sagen, Concrete Mix. Wo habe ich denn die Rebar Frames? Wahrscheinlich nicht in der Essenskiste. Ha. Sorry, Leute. Ich muss mal eben hier gucken. Ich habe nur 20 in der Tasche. Ich habe doch mehr Rebar Frames gemacht, oder? Anscheinend nicht. Okay. Dann nehmen wir aus der Supply Kiste aber nochmal. So. Jede Menge Steine mit. Da können wir nämlich noch mehr machen. Dann holen wir jetzt den Zement, der da. Übrigens war hier. Ach so, sorry, Moment. Ich brauche noch die Spikes. Ja, jetzt bin ich schon fast wieder voll. Und die nehmen wir auch nochmal mit. Es ist. Unsere Ranch ist fast abgerockt. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Und ich könnte schwören, ich hatte noch irgendwo eine da hinten, glaube ich. Oh, ein Glück. Okay. Dann tun wir die 84er. Ich meine, ich kann die auch reparieren. Ich weiß, aber. So, dann gehen wir jetzt mal eben raus. Holen das Zementzeug. Machen neue. Rebar-Frames. Und ja. Obwohl, wir haben auch noch den ganzen nächsten Tag, um uns auf die Feralnacht vorzubereiten. Also wir haben jetzt keinen Stress oder so. Aber ich brauche hier auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich wieder keinen Platz hier. Dililin. Das war abzusehen. Ich tue mal eben zweimal hier hin. Dann das. Dann werde ich machen Concrete Mix. Und das wird jetzt 100.000 Stunden dauern. Jawohl. Okay, Barbed Wire müssen wir noch setzen. Okay. Gut, die Kartoffeln. Habe ich gerade erst wieder da reingetan. Alles klar. Dann lassen wir das mal durchlaufen. Also hier habe ich ja gerade gesehen, das war ja überhaupt nicht schön. Hier war ja gerade, hier ist ja richtig Schissel am Stissel. Und das werden wir jetzt erstmal reparieren. Genau, die müssen weg. Kommen auch weg. So, und hier? Krass. Da haben die richtig gedodged. Hier kann ich Zement. Ah, jetzt stehen die natürlich über die Spikes vor, ne? Das könnte jetzt anstrengend werden, das zu tun. Ach, ich dachte, das wäre schon Zement. Okay. Das hilft natürlich.
Okay. Ich überlege. Oh. Was? Gott sagen. Was habe ich denn hier gerade geschlagen? Oh, die nutzt sich aber auch ganz schnell. Ich dachte, beim Reparieren nutzen die sich nicht so ab. Aber anscheinend doch. Wir brauchen unbedingt neue Wrenches. Oder wir lesen halt das Wrench Schematic. Ja, wie ihr seht. Okay. Bauch einziehen. So. Keine Wanderhorde jetzt bitte. Da oben kommt einer gewackelt. Ich hoffe, der bleibt alleine. Ah, ich komme doch relativ gut dran. Alles klar. Okay. Ah, ah, da hatte ich es gerade. Komm. So. Ja, wenn wir jetzt natürlich in der Nacht vor der feralen Nacht nochmal eine Horde kriegen, könnten die uns wieder einiges wegwapschen. Aber das ist schon mal... Das ist schon mal gut, wenn wir hier jetzt hier konkret machen. Weil das bringt ja dann doch... Oh Gottes Willen. Also im wahren Leben würde ich mich da 14 Mal an selber aufspießen. Aber ich habe gut abgebaut in der... in der Biene unten. Jede Menge Eisen. Damit kann ich dann nämlich die Wood Log Spikes, die ich jetzt hier gerade noch craft... Ah ne, die laufen nicht mehr durch, die sind schon fertig. Die kann ich dann nämlich verbessern. So, jetzt muss ich hier wieder irgendwie raus. So, und jetzt können wir hier nämlich Spikes setzen. Ich muss gleich neue craften. Ach, das wusste ich nicht mit dem Zement. Dass ich das dann doch noch aufwerten kann. Das ist natürlich nicht so schlecht. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich gleich einen neuen Barbed Wire setzen. Okay. Ja, da muss ich gleich mal eben das Zement schüsseln hier unterbrechen. Aha, jetzt habe ich hier... Ah, oh, okay. Na, egal. Oh, warum ist denn da so ein Loch? Was ist denn da passiert? Okay, da müssen wir uns jetzt mal irgendwie reinbauen, kurz. Aber Bier muss mal weg. Den kann ich da nicht setzen. So. So. Warum? Hä, wieso sind die ersten noch intakt und dahinter? Das, ja, okay, vielleicht aus einer früheren Folge habe ich da wieder welche vorgesetzt, aber sonst wäre es sehr bizarr. Guck mal, wie viel Zeug man davon braucht. Alter. Wie viel? 18 plus 8, 26 Stück. Um hier ein so ein Ding zu verbessern. Alter. Vielleicht eben ein bisschen Holz gehen. Ich weiß, drin haben wir noch was, aber es kann ja nicht schaden. Mal eben ein bisschen Holz. Ja, das beruhigt mich. Oh, da zwischen fehlen auch welche. Hä? Alles nicht verstehen. So, dann setzen wir die auch mal. Bam, 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 bam. Und dann verbessern wir die nochmal. Ja, jetzt bin ich wieder in meinem Element hier. Spikes, Spikes, Spikes. Ich will ja nicht zu viel hier machen. Ich will halt nur mal das Gröbste hier
Und hier die, den unteren Teil, also das Fundament der Kirche quasi, möchte ich gerne verzementieren. Nein! Oh, ich dachte, das hätte mich jetzt aber auch nicht gewundert, wenn ich das getan hätte. Wo war denn hier noch ein Loch da? Wieso fehlen denn da mittendrin welche? Das muss doch kein Mensch verstehen, oder? Hatte ich da keine mehr, oder was? Das ist ja völlig absurd. Nein, bitte nicht da reinfallen. Okay, ich muss noch einsetzen. Da. Und? Komm, geht das da auch? Da. Perfekt. Ja, es wird, meine Lieben, es wird. Es wird langsam, aber es wird. So, dann wollte ich noch mal eben hier den restlichen Schüssel wegschlagen. Also, das ist wirklich eine Goldmine da unten, ne? Es ist, was wir da für ein Zeug gefunden haben, absolut großartig. Also, auf kurz oder lang werde ich in der Kirche selber noch eine Mauer ziehen mit Concrete. Ich weiß nicht, ob ich die ersten beiden, dann, deswegen war das nämlich, glaube ich, gar nicht so schlau, dass ich das Holz da verbessert habe. Ich würde nämlich eigentlich sagen, dass auf der Höhe, glaube ich, spaziere ich ja. Dass ich quasi die Mauer wegschlage und Zement da draus mache. Und auch nach unten hinweg den Boden wegschlage und da noch eine Reihe Zement mache. Ich meine, die Grabsteine, die sind ja alle noch ein bisschen Verteidigungslinie, ne? Irgendwann werden die mich wahrscheinlich nerven, aber die lassen wir erstmal. So, ich baue mich mal hier eben nochmal hin, rum, hoch, wie auch immer, damit ich hier die mal eben verbessern kann. Zement. Ja, das ist schon mal gut. Das hält schon mal einiges mehr aus. Ich meine, so ein Feral-Zombie ist da auch relativ schnell durch. Weil ich glaube nämlich, dass hinter diesen beiden Dingern kommt entweder Erde oder Holz. Das heißt also, ich müsste mich in der Kirche nach unten schlagen, zumindest an der Mauer entlang. Und dann auch nochmal die äußerste Reihe, also da, wo ich jetzt drauf zeige, die hier, die beiden, weghauen und mit Concrete ersetzen. Aber immer Stück für Stück, nicht, dass die ganze Kirche hier zusammenkracht. Ich kann natürlich nicht, also immer zwei weghauen, neu reinsetzen, Concrete machen. Deswegen sollten wir auch so schnell es geht die Forges unten mal ans Laufen bringen. Hm, wieso geht das nicht? Wieso kann ich das hier nicht? Hä? Geht das jetzt? Wieso kann ich das nicht reparieren? Was ist denn jetzt los? The item repairs. Ach! Okay. Repair? Kann ich nicht repairen? Warum nicht? Nee, ne? Weil ich das Schematic nicht gelesen habe. Ja. Nein! Du Arsch! Hör auf! Komm zu mir. Oh. Was eine Nulpe. Ja auch noch empty. Oh, jetzt kann ich die Wrench nicht reparieren. Das ist eine Katastrophe, meine Lieben. Wenn denn jetzt müssen wir... Ach du Scheiße. Ja, ich hole mal die andere Wrench raus. Ich kann die nicht reparieren, weil ich das Schematic noch nicht gelesen habe. Das heißt, wir müssen zurück zu Stone Axe. Das heißt, das dauert 100 Milliarden Jahre. Oh mein Gott. Ich dachte, ich kann die trotzdem reparieren, aber ich kann sie auch nicht reparieren. Oh, die ist doch auch schon kaputt. Das kannst du auch komplett knicken. Fuck. Fuck, 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 fuck. 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 Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh no, what are we gonna do? Ich krieg die Crisis. Ja,
Dann machen wir schon mal eine Stone Axe, ne? Oh mein Gott. Eine. Ich weine. Ich weine ehrlich, innerlich weine ich. Concrete Mix. Wir lassen den mal weiterlaufen. Okay. Jetzt ist es noch eindeutiger als vorher, dass wir in der Feralnacht. In der Feralnacht laufen wir nach Parrish. Eine super Idee. Dass wir nach der Feralnacht auf jeden Fall einen Buchladen aufsuchen müssen. Wir brauchen einen Ranch Schematic. Oder halt eine neue Ranch. Das soll mir auch recht sein, aber. Fuck. Jetzt läuft das Ding hier auch nicht mehr. Ey, sag mal. Wollt ihr mich hier eigentlich alle fertig machen oder was? Lassen wir hier mal Zement durchlaufen. Oh. Hab noch einiges an Zement mit, das ist gut. Rebar Frames. Machen wir nochmal 100. Hier muss auch neues Eisen rein. Ich mach mal eher Eisen jetzt hier gerade rein. Nee, aber ich brauche das noch zum Verbessern. So. Ah, ist warm. Die Forge läuft hier auch. Ah. Fuckity doodai. Ja, die ist auch kaputt, die Ranch. Holy shit. Okay, Leute, es ist ein Albtraum, aber wir müssen jetzt mit der Stone Axe weitermachen. Das dauert halt einfach mal viermal so lange. Moment, ich wollte mal eben hier. Ramp. Ach, da muss ich das leider wieder unterbrechen. Denn ich brauche 5. Ne, 4 brauche ich, aber ist ja egal. Okay, dann machen wir nochmal Concrete Mix. Oh nein. Nein, unsere Ranches sind kaputt. Weil wir das Auto auseinandergenommen haben. Das hat total viel gefressen. Fuck. Oh Gott, das dauert so lange. Nein! Ach, geil. Hä? Kannst du das mal bitte machen? Ey, das dauert ja noch viel länger, als ich überhaupt dachte. Oh, nein! Oh, das könnte wieder schlechte Laune bedeuten hier. So, wir machen hier mal diesen Zweiersprung. Ich setze... Den Zweiersprung schaffen die meisten ja nicht. Ich setze hier mal eben Frames rein, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit immer springen müssen wie ein Honkensponken. Nur hier einmal. Dann geht das auch smoother. Oh mein Gott, meine Lieben. Das ist so ein Albtraum gerade. Guck mal, wie lange das dauert. Okay, ich mach mal 2 Stufen. Oh. Ihr seht, wie essentiell eine Ranch ist, ne? Fuck. Tag 13. Ich weiß nicht, auf wann ich den Loot Respawn gestellt habe. Wir könnten mal eben zum Toolshop rüberlaufen. Aber... Oh Gott, das ist wirklich... Ich heule hier mal ein bisschen rum, ja? Kleinste Geige und so. Oh. Ja, aber es ist halt einfach auch total nervig, weil... was doppelt so lange dauert, heißt, man kriegt nur die Hälfte geschafft. Ne? Ist ja logisch. Ich guck noch mal nach, aber ich glaube, Clawhammer haben wir auch nicht. Wie? Hab ich? Ja! Oh mein Gott! Leute, ich nehme alles zurück. Weg damit. Wann habe ich das denn gelesen? Warum wusste ich das nicht? Leute, okay. Alles cool, alles cool, ja? Ach, hä? Wieso habe ich das? Leute, wann habe ich das gelesen? Ich spiele zu viele Spiele gleichzeitig.
Ein Glück habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Ich schreie ja. Es ist... Ich habe nichts gesagt. Ich bin völlig freudig. Was? War was? Nein. Oh Gott, das geht ja noch viel schneller als mit der Ranch. Geil, 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 geil. Und den können wir selber machen. Das heißt, es ist scheißegal, wenn der kaputt geht. Komm. Na, so weit komme ich anscheinend nicht. Wie viel Holz habe ich denn noch? Ja, ich muss mal Holz... Wieso kriege ich das da nicht? Davon? Geil. Oh, wir haben einen Klohheimer. Ja. Das ist so gut, Leute. Das ist so unglaublich gut. Irgendwas ist hier, finde ich, komisch mit dem Licht, oder? Es ist so dunkel. Oh, da hinten sind ein paar. Oh mein Gott, wir haben Klohheimer dabei. Oh, ich will mal einen neuen Bau machen. Hupsala. Ja, komm, ich mach Bow. Ja, ich lasse die da hinten mal stehen. Ich muss die jetzt nicht unbedingt anlocken. Oh, wir haben Klohheimer. Kann ich mit dem Klohheimer auch Sachen auseinandernehmen? Ich glaube, Klohheimer ist wirklich besser als eine Ranch. Nur noch besser, weil noch schneller als ein Klohheimer ist, glaube ich, die Nailgun. Upsala. Aber das war's dann auch schon. Geil. Geil, 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 geil. Okay. Also, vor dem Barbed Wire kommt jetzt nochmal überall eine Reihe Woodlock Spikes vor. Okay, hier sind jetzt schon welche. Ich muss jetzt mal gucken. Hier fehlt Barbed Wire. Dann kommt das Ding hier mal weg. Oh Gott, ich hatte es und ich wusste es nicht. Ist das groß? Ach nee, das kann ich hier nicht. Ah ja, stimmt, da war ja was. Wegen dem Zaun kann ich das nicht setzen. Ach, ich glaube, da muss der Zaun mal eben machen. Ja. Weil das würde ich schon gerne setzen. Und wieder von vorne. So, und jetzt fehlt hier ja ab und zu mal ein Stück. Da. Da. Oh, das ist ja so eine Konzentrationsarbeit, weil man das nicht so geil sieht hier. Ja, ich glaube, hier fehlt überall. Da waren sie wild zugange. Hier ist noch. Da fehlt. Da fehlt, da fehlt, da fehlt. Oh, hier ist ganz schisselig. Ne, ich glaube, hier ist überall noch. Nee. Doch. Oh. Komm, werf's mal hier in der Nähe. Ja, geil, da laufen wir jetzt hin. Boah, fällt das schnell. Ey, wie schnell fällt das? Aber ich glaube, ich kann mir irgendwie die Kisten anzeigen lassen, richtig? Ja, das mit der Zeit, seht ihr oben rechts, ist natürlich jetzt abgelaufen. Ich weiß nicht, wie voll ich bin. Oh, das ist echt ganz okay. Hi, Schweinchen. Ihr müsst cleverer weglaufen. Nicht in die Richtung, wo der Jäger hinläuft. Nur so als Tipp. Weil ihr seid ja langsamer. Ach, das landet wieder. Wo landet das denn? Ach, da läuft hier so ein... Ah, oh, bitte, 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 bitte. Lasst, dass ich das nicht... Boah, die kommen aber schnell runter. Okay. Wieder halb im Burnt Forest. Ich laufe jetzt straight drauf zu, ja? Also es kann, wenn ich die jetzt schon wieder nicht finde, dann tick ich aus, ey. Dann tick ich aus. Ich habe mich nicht wegbewegt. So. Ich sehe sie. Geil. Geil, geil, geil. So, es ist Zeit für ein Bier, weil dann, wir wollen ja auch schnell wieder zurück. Ich mache mal Arrows. Wieso kann ich keine machen?
Ich habe nicht mehr Federn. Okay. Was ist das für ein Rocket Launcher Schematic? Okay. Wir haben die Kiste. Hier ist noch ein Baumstumpf. Ich leg mich nicht so gern mit denen an, weil wenn die einem eine ballern, dann kann man ganz schnell brennen. Geil. Wir haben die Kiste. Sehr gut. New Recipe unlocked. Your level in Gunsmithing. Was läuft denn noch? Pfeile muss ich natürlich auch noch machen. Ja, schade. Ich wäre natürlich jetzt vorher... Ach so, kann ich eben einen Blunderbuss noch machen? Blunderbuss. Ja, dann craften wir mal eine. Mal gucken, was dabei rauskommt. Gunsmithing ist ja jetzt wieder ein bisschen höher gewesen. Weil ich ja die ganze Nacht lang Gunpowder quasi durch hab laufen lassen. Was kommt für eine raus? Eine Blunderbuss? Ach, die heute noch. Hm? Okay. Ja, quasi wie gerade. Egal. Hm, in der Feralnacht wird die mir von da oben nicht so viel bringen, weil ihr habt ja gesehen, wie nah man da ran muss. Vielleicht mache ich vorher noch meine Shotgun-Qualität ein bisschen hoch. Ich glaube, dass die Blunderbuss zu dieser Kategorie gehört. Wie lange nehmen wir auf? 26 Minuten. Meine Lieben, ich mache hier mal einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich glaube, es ist dann... Ich sag sie einfach am besten nicht mehr, weil ich nehme eins nach dem anderen auf und ich weiß es einfach nicht. Bis dann. Aloha.